Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner FIFA-Trainerkarriere mit den ersten FC Nürnberg. Wir starten direkt mit der Partie gegen den Hamburger SV. Der Hamburger SV wird mit einer 4-3-3-Formation beginnen und wir ändern unsere Startaufstellung ein bisschen, vor allem in der Defensive aufgrund von Ausdauerproblemen. Hamburg hat Anstoß und somit beginnt die Partie im Volksparkstadion. Hamburg direkt mit einem Angriff. Jetzt hier der perfekte Pass nach vorne, der war nicht im Abseits. Und Henderson mit einer Glanzparade. Hier jetzt nochmal die große Chance für Hamburg, aber Henderson vernichtet diese Chance mit einer super Parade. Hackenpass von Metscher auf Sidi Sané. Sidi Sané mit der Flanke auf Haller. Wunderschöne Drehung. Und damit führen wir jetzt auch. Haller mit einer wunderschönen Drehung. Dann schießt er und trifft somit 1 zu 0 in der 9. Spielminute. Das Führungstor jetzt nochmal in der Wiederholung. Sidi Sané mit der Hereingabe auf Haller. Haller dreht sich wunderschön, zieht dann ab ins obere Eck und trifft. Hamburg jetzt im Angriff. Da kommt der Pass. Jetzt sind sie an der Strafraumgrenze. Jetzt der Hakenpass. Jetzt sind sie im Strafraum und der Schuss kommt. Und somit auch der Ausgleichstreffer. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie schön Hamburg Platz geschaffen hat. Dann der Hakenpass kam, dann direkt die Annahme und der Schuss und Henderson ohne jegliche Chance an den Ball ranzukommen. Und somit hat Hamburg den Ausgleichstreffer geschafft. Weiter Ball von Hamburg nach vorne. Wir stören jetzt den Spieler. Der kommt trotzdem zum Schuss und Tor für Hamburg. Wir vergeben nach wenigen Minuten die Führung und ja, weil einfach die Verteidigung zu nachlässig ist, das sieht man hier in dieser Szene perfekt, einfach nicht konsequent gelöst und somit führt jetzt Hamburg 2 zu 1. Sané schickt jetzt hier Metscher mit dem hohen Ball auf Haller mit dem Ball, kommt zum Schuss, aber leider knallt der Ball an die Latte. Sané mit dem Pass auf Metscher mit dem Pass auf Haller legt auf für Thielmann schießt und trifft und somit machen wir den Ausgleichstreffer in der 40. Spielminute. Das war's auch mit der ersten Hälfte und somit gehen wir mit einem Spielstand von 2 zu 2 in die Pause. Nürnberger mit dem Ball passt jetzt hier auf Gamarra wieder zurück auf Nürnberger. Nürnberger passt drüber auf Haller und er verwertet ihn und somit holen wir uns die Führung zurück und es steht 3 zu 2 für den ersten FC Nürnberg. Das Tor jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Schönes Passspiel von Nürnberg, aber auch schlechtes Stellungsspiel von Hamburg. Das nutzen wir natürlich aus, beziehungsweise Sebastian Haller und ja, erzielt sein Treffer. Der Hamburg-Spieler rennt jetzt hier einfach nach vorne, ist an den ersten Spieler vorbei. Wir versuchen ihn jetzt zu stören. Die Grätsche vorbei. Henderson kommt raus. Und wir kassieren wirklich paar Sekunden später wieder den Ausgleichstreffer und somit steht es 3 zu 3. Wir haben gerade das schlechte Stellungsspiel von Hamburg kritisiert und jetzt hat Hamburg uns gezeigt, wie schwach unsere Defensive ist. Und ja, sie erzielen direkt den Ausgleichstreffer. Thielmann rennt jetzt hier in die Mitte, passt auf die Außen zu Guti. Guti mit der Flanke auf Haller und der mit dem Kopfball. Und jetzt haben wir wieder unsere Führung zurückerobert und ich hoffe, wir kassieren jetzt nicht gleich wieder den Ausgleichstreffer. Gleich sehen wir hier nochmal die wunderschöne Flanke von Guti auf Haller. Der braucht nur noch seinen Kopf hinhalten und trifft dann logischerweise auch, weil der Torwart einfach da gar keine Chance mehr hatte, an diesen Ball ranzukommen. Haller jetzt hier mit dem Ball, kommt auch an den letzten Mann vorbei, sprintet jetzt hier komplett durch, zieht ab, aber leider hält der Torwart diesen Ball. Was für eine Glanzparade auch vom gegnerischen Torwart. Das Spiel ist vorbei und somit gewinnen wir das Spiel 3 zu 4. Wir gehen direkt weiter in die nächste Partie und das bestreiten wir in der Liga heim gegen den ersten FC Köln. Wir werden ein bisschen mit unserer B11 auftreten, aber auch Spieler aus der A11 hernehmen aufgrund von Ausdauerproblemen. Die Kölner werden mit einer 4-2-3-1-Formation spielen und damit startet die Partie im Max-Morlock-Stadion. Wir bekommen jetzt hier einen Freistoß und Thielmann bringt die Flanke rein auf Stiller, der kommt zum Kopfball, aber der Torwart konnte diesen Ball leider halten. Pass auf Thielmann. Thielmann rennt jetzt in Richtung 16er. Passt jetzt hier auf Dilep. Dilep auf Guti. Der schießt aber leider der Torwart mit einer Glanzparade.
Saliakas passt auf Stiller mit der Hacke. Thielmann schickt jetzt Dileb. Dileb rennt nach vorne, ist jetzt im Strafraum, zieht ab, aber trifft nicht mal aufs Tor. Und somit bleibt es bei diesem Spielstand. Hier jetzt nochmal die Szene in der Wiederholung. Eine Riesenmöglichkeit, aber Dileb schießt nebens Tor. Köln jetzt hier im Angriff, da wird der Spieler geschickt, die sind jetzt im Strafraum, wir können den Spieler stören, jetzt kommt der Pass in die Mitte und Köln macht den Führungstreffer, somit führt Köln 1:0. Diesen Führungstreffer schauen wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung an, wir konnten zuerst den Spieler stören, aber dann kam trotzdem noch der Pass in die Mitte und Marc Uth mit einem sensationellen Volley in die Torwart-Ecke. Saliakas mit dem Ball, spielt ihn jetzt weit nach vorne zu Jan Thielmann. Thielmann mit dem hohen Steilpass auf Stiller. Stiller jetzt mit dem Schuss. Aber leider legt er sich den zu weit vor und somit bleibt es beim 1:0 für Köln. Und damit gehen wir auch in die Halbzeit. Wir bekommen einen Freistoß. Jan Thielmann wird diesen ausführen. Der Schuss kommt, aber leider wird er von der Mauer abgeblockt. Guti mit dem Ball passt ihn jetzt auf Bader. Bader zieht jetzt hier in die Mitte. Geht einfach mal hier jetzt komplett durch jetzt an den Abwehrspieler jetzt vorbei, zieht ab und trifft. Was für ein Sololauf von unserem Linksverteidiger Bader. Und damit gleichen wir auch aus. Das war ein sensationeller Lauf von Bader, unseren Linksverteidiger. Dann zieht er einfach mal ab und das in die gegengesetzte Richtung, ins lange Eck. Und damit gleichen wir aus. Sanchez mit dem Ball rennt jetzt einfach mal nach vorne, schickt jetzt hervorragend Dileb. Dileb mit der Möglichkeit, schießt aber am Tor vorbei. Was für eine Riesenmöglichkeit, das wäre das Führungstor gewesen. Aber Dileb vergibt diese Riesenchance. Der Köln-Spieler bekommt jetzt hier in der 66. Spielminute die rote Karte wegen diesem Foul. Man kann sie geben. Ja, meiner Meinung nach muss man sie geben. Vollkommen in den Mann reingegrätscht und somit fliegt der Kölner Spieler verdient vom Platz. Sanchez jetzt mit dem Ball. Probiert es einfach mal aus der Distanz, aber der Torwart hält ihn und wir bleiben aber im Ballbesitz. Stiller jetzt mit dem Pass auf Thielmann. Thielmann jetzt mit dem Ball. Zieht ab, aber der Torwart mit einem Hechtsprung und somit bleibt es erstmal beim Unentschieden. Nach dieser Chance bekommen wir jetzt hier eine Ecke. Die Hereingabe kommt rein. Der Kölner Spieler konnte aber klären. Jetzt Sanchez mit dem Ball. Passt ihn auf Benkovic. Benkovic zieht einfach mal ab und knallt das Ding einfach mal in die obere linke Ecke und somit führen wir jetzt mit 2:1. Hier jetzt nochmal das Tor in der Wiederholung. Unser Innenverteidiger Benkovic zieht einfach mal aus der Distanz ab, genau genommen aus 25 Metern und trifft wunderbar ins Tor. Guti jetzt mit dem Ball, schickt jetzt Duxch rennt jetzt hier nach vorne, wartet kurz ab. Zieht jetzt rüber auf Geist. Geist mit einem hohen Zuspiel auf Thielmann. Und Thielmann mit dem Volley. Und jetzt haben wir zwei Tore innerhalb kurzer Zeit geschossen. Das Tor schauen wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung an. Duck spielt auf Geist. Geist mit einem hohen Zuspiel auf Jan Thielmann. Und Jan Thielmann mit einem wunderschönen Volley in die untere Ecke. Die Kölner jetzt hier im Ballbesitz kommen jetzt ziemlich schnell da vorne. Sind jetzt im Strafraum. Wir können den Spieler stören. Er setzt sich aber durch. Jetzt hier zwei Pässe direkt. Und dann steht er vor unserem Tor und erzielt natürlich den Treffer. Somit steht es 3:2, aber immer noch für den ersten FC Nürnberg. Das Spiel ist vorbei und somit gewinnen wir das Spiel ganz knapp mit 3:2 gegen Köln. Nach dem Sieg schauen wir uns die Tabelle an. Auf Platz 1 ist der FC Bayern München mit 39 Punkten. Und jetzt wird es knapp. Leipzig mit 31 Punkten, Leverkusen mit 31 Punkten, Dortmund mit 31 Punkten. Wir auf dem 5. Platz mit 30 Punkten, gefolgt von München-Gladbach mit 27 Punkten. Danach kommt Hertha, Frankfurt, Union Berlin, Hoffenheim, Augsburg, Mainz, Köln, Wolfsburg, Hamburg, Werder Bremen, Schalke und auf den letzten Platz mit nur 7 Punkten ist Heidenheim. Wir starten in die nächste Partie und das bestreiten wir gegen den VfL Wolfsburg auswärts in der Liga. Der VfL Wolfsburg beginnt mit einer 4-3-3-Formation und wir beginnen mit unserer bestbesetzten Startaufstellung. Wir haben Anstoß und somit beginnt die Partie in der Volkswagen Arena. Wir bekommen jetzt hier eine Ecke, Thielmann bringt sie rein auf Horlea, der kommt zum Kopfball. Aber leider hält der Torwart diesen Ball und somit bleibt es erstmal beim 0:0. Flanke auf Sidi, Sané, der köpft ihn weiter auf Bader, Bader wieder zu Sané zurück. Der zieht einfach mal ab, aber leider geht der Ball
ganz knapp über das Tor drüber. Hier jetzt nochmal die Szene in der Wiederholung. Sané schießt und leider, wie schon gerade gesagt, gleitet der leider ganz knapp über die Latte drüber. Lea bekommt jetzt hier diesen Pass, spielt ihn ganz knapp rüber zu Sané. Sané sprintet jetzt hier durch, ist an der Abwehr vorbei, ist jetzt sofort im 16er, Pass drüber auf Lea. Lea schießt und trifft. Das erste Tor in dieser Partie gehört uns und hier sehen wir jetzt nochmal diesen Treffer in der Wiederholung. Schön die 2 gegen 1 Situation ausgenutzt, rübergespielt auf Sebastian Haller und der schießt ihn ganz gemütlich ins Tor. Die erste Hälfte ist vorbei und somit gehen wir mit einem Spielstand von 1:0 in die Pause. Wolfsburg kommt über die Außen mit richtig viel Platz, passen jetzt hier zurück, jetzt der Pass in den 16er, da ist viel Platz, Henderson muss rauskommen und wir kassieren den Treffer direkt nach Anpfiff der zweiten Hälfte. Dieses Tor jetzt nochmal in der Wiederholung schön rübergespielt, dann nochmal rübergelegt in den 16er rein. Henderson muss rauskommen, weil da eine Riesenlücke ist und leider geht es nicht gut für uns aus. Thielmann wartet jetzt hier auf den Gegner, sprintet jetzt doch los bzw. joggt erstmal nach vorne, zieht jetzt hier nochmal zurück, trickst damit den Spieler aus, zieht einfach mal aus einer höllischen Distanz ab und trifft auch noch und somit holen wir direkt uns die Führung zurück nach dem Treffer von Wolfsburg. Hier jetzt nochmal diese Szene, wunderschönes Tor von Jan Thielmann aus 27 Meter, schießt da einfach mal mit 117 km/h dieses Ding ins Tor. Wolfsburg jetzt hier im Angriff, da wird der Spieler mit einem hohen Ball bedient, kommt jetzt an unserem Verteidiger vorbei, ist jetzt im 16er, da kommt der Schuss, aber Anton klärt als letzten Mann diesen Ball. Stiller jetzt hier mit dem Ball, wartet hier jetzt auf seine Mitspieler, spielt ihn jetzt auf Gamarai, Gamarai mit der Flanke auf Sané, Sané liegt drüber auf Metscher, Metscher schießt und trifft und somit führen wir jetzt mit 3:1. Das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung, wunderschöne Übersicht von Gamarai, spielt auf Sané, Sané legt ihn rüber auf Metscher, Metscher schießt dann einfach mal und trifft mit einem wunderschönen Ball ins, ja, in die Mitte würde ich fast sagen. Glück gehabt, dass der Torwart nicht drangekommen ist. Aber Hauptsache ein Tor. Wolfsburg kommt jetzt direkt nach vorne. Rennt jetzt hier einfach mal durch. Passen rüber. Das Tor ist leer. Henderson kommt raus unnötigerweise. Und wir kassieren den Treffer direkt nach unserem Treffer. Und somit hat Wolfsburg wieder mal den Anschlusstreffer geschafft. Wolfsburg kommt jetzt hier über die Außen, schöne Passkombination, jetzt die Flanke in den 16er und wir kassieren den Ausgleichstreffer und somit steht es 3:3. Das Spiel ist vorbei und somit verschenken wir unsere Punkte an Wolfsburg, weil wir hätten locker gewinnen können, haben 3:1 geführt, vergeben diese Führung nochmal und somit, ja, gehen wir leider nur mit einem Punkt aus dieser Partie. Die Transferphase hat geöffnet, wir haben aber noch keine Transfers getätigt und somit gehen wir jetzt in die letzte Partie in dieser Folge und das bestreiten wir wieder gegen den ersten FC Köln. Die Kölner werden wieder mit einer 4-2-3-1 Formation spielen und wir starten natürlich mit unserer bestbesetzten Startaufstellung. Und somit starten wir auch in die Partie gegen den ersten FC Köln im Rhein-Energie-Stadion. Köln jetzt hier im Ballbesitz, kommen jetzt hier mit schnellen Pässen nach vorne, jetzt wird der Spieler im Strafraum geschickt, da kommt der Schuss. Aber zum Glück schießen die am Tor vorbei. Köln spielt auf die Außen. Der Spieler rennt jetzt hier nach vorne in den 16er, wartet jetzt hier. Wir können den Ball erobern, verlieren ihn aber auch direkt wieder. Jetzt der Pass zu den Kölner Spieler, der schießt. Und wir kassieren den Treffer und das schon in der 15. Spielminute. Das erste Tor in dieser Partie geht an den ersten FC Köln und das, weil wir einfach den Ball erobert haben, direkt wieder den verloren haben, dann kam natürlich der Pass und dann auch der Schuss und somit konnte Henderson nichts daran ändern, dass dieser Ball reingeht. Sané mit dem Ball, trickst jetzt hier ein bisschen rum, passt auf Martel. Martel probiert's einfach mal, aber der Torwart konnte diesen Ball halten. Sebastian Haller sprintet jetzt aus der eigenen Hälfte nach vorne, geht schon mal an den ersten Spieler vorbei, rennt jetzt hier immer noch durch, der Abwehrspieler kommt schon jetzt im 16er, Haller schießt, Haller macht den Ausgleichstreffer und somit haben wir unser erstes Tor in dieser Partie in der 28. Minute geschossen. Bader jetzt hier mit dem Ball, passt ihn auf Sané, Sané mit dem Ball auf Haller, Haller ist jetzt komplett durchschießt und trifft nicht.
Und somit bleibt es erstmal beim 1 zu 1. Hier jetzt nochmal die Situation in der Wiederholung. Schöner Schuss, aber leider geht er über das Tor. Wir bekommen jetzt hier einen Freistoß und Jan Thielmann wird diesen Freistoß schießen. Auf 27 Meter. Jan Thielmann schießt, der kommt richtig gut. Und somit führen wir jetzt mit 2 zu 1 in der 40. Spielminute. Diesen exzellent geschossenen Freistoß von Jan Thielmann schauen wir uns jetzt nochmal an. Schön geschossen über die Mauer drüber, beziehungsweise an der Mauer vorbei. Und dann exzellent in der Torwartecke oben links verwandelt. Hier jetzt nochmal genauer, wunderschön ins obere Eck und somit unhaltbar für den gegnerischen Torwart. Der Schiedsrichter pfeift und somit ist die erste Hälfte vorbei und wir führen mit 2 zu 1. Köln jetzt mit richtig viel Platz, da kommt der weite Ball nach vorne. Jetzt wird der Spieler hier geschickt, er ist jetzt im Strafraum, aber Henderson mit einer Glanzparade. Köln jetzt hier im Ballbesitz, da kommen zwei lange Pässe nach vorne. Jetzt wird hier nochmal der Ball zurückgezogen, geht an den Spieler vorbei, da kommt der Schuss. Aber Henderson mit einem sensationellen Hechtsprung. Nach der guten Chance für Köln bekommt jetzt Köln hier einen Eckball. Die Flanke kommt rein, wir können erstmal rausköpfen, aber Köln bleibt hier im Ballbesitz. Der Spieler schießt einfach mal, der geht durch alle Spieler durch und auch ins Tor. Diesen fabelhaften Schuss von einem Kölner Spieler schauen wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung an. Schön geschossen außerhalb des 16ers, einfach mal abgezogen an alle Spieler dran vorbei, auch an den Torwart. Und somit ist das der Ausgleichstreffer und wir haben einen Spielstand von 2 zu 2. Mann mit dem Ball setzt sich hier durch, schickt jetzt Stiller, Stiller jetzt im Strafraum, zieht ab, aber der Torwart hält. Wir bleiben aber hier im Ballbesitz, jetzt Metscher mit dem Pass auf Sané, der schießt, aber leider wird dieser Ball abgeblockt. Wir bekommen jetzt hier eine gute Freistoßposition, Nürnberger wird diesen Freistoß schießen. Der Schuss kommt, der kommt gut, aber leider geht er ganz knapp am Tor vorbei. Thielmann mit dem Ball passt ihn jetzt hier auf Martel, Martel auf Gamarai. Gamarai bringt die Flanke auf die Lippe, der kommt zum Kopfball, aber leider köpft er ihm neben das Tor und somit bleibt es erstmal beim Unentschieden. Dilip hatte die Chance, den Führungstreffer zu erzielen. Er hat sie leider nicht genutzt und somit beenden wir das Spiel mit einem Unentschieden, nämlich mit einem Spielstand von 2 zu 2. Nach den letzten zwei enttäuschenden Spielen muss man ja schon fast sagen, weil wir die Punkte verschenkt haben, schauen wir uns jetzt die Tabelle an. Auf Platz 1 ist der FC Bayern München mit 40 Punkten, gefolgt von Leipzig, Dortmund und Leverkusen punktgleich. Danach kommt Nürnberg, Gladbach, Frankfurt, Hertha, Union Berlin, Köln, Hoffenheim, Augsburg, Mainz, Hamburg, Wolfsburg, Werder Bremen, Schalke und auf den letzten Platz mit nur 8 Punkten ist Heidenheim. In der nächsten Folge beginnen wir mit der Partie gegen den Hamburger SV. Danach startet der Deadline Day. Nach dem Deadline Day ist auch schon das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart. Danach spielen wir gegen Eintracht Frankfurt. Und die letzte Partie in der nächsten Folge bestreiten wir heim gegen Borussia Dortmund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Ciao!